Willkommen zum Einführungsvideo zur C-Programmierung vom BIC 18 F14 K22. Und das erste Video dient dazu, zu erläutern, warum dieser Prozessor interessant ist. Wir haben also hier das Datenblatt von Microchip, das allgemein für ein BIC 18L für die Niederspannungsversion und dann 1X auch noch für den 13er gilt. Das heißt, es gibt also zwei verschiedene, eigentlich vier verschiedene Typen: LF, F und dann 13 und 14. Und wir sehen also schon, dieser Controller ist etwas größer als der BIC 12, den wir vorher verwendet haben. Und die nachfolgenden Videos sollen eigentlich ein Aufbau sein. Deswegen werden manche Dinge eben schneller vorgezeigt werden, als es beim BIC 12 ist. Sollten Sie also irgendwelche Unsicherheiten haben, dann ist es ratsam, sich die BIC 12 Videos zusätzlich mit anzuschauen. Also, wir haben hier also einen 20-binnigen Prozessor. Und dieser 20-binnige Prozessor hat also wesentlich mehr Möglichkeiten von den I/Os Hardware anzusteuern, das ist also das Erste. Sonst ist es eigentlich ziemlich ähnlich von dem BIC 12 LF oder F1572. Wieder der C-Compiler ist also entsprechend auf die Maschinenbefehle abgestimmt. Dann wir haben zusätzlich einen E-Quadrat-PROM, das heißt also, hier können wir Daten ablegen, die auch nach einem Ausfall erhalten bleiben. Wir haben wesentlich mehr Programmspeicher, können also intensivere Programme schreiben. Wir haben einen größeren Datenspeicher. Was für uns interessant ist, ist aber hier unten eigentlich, dass wir einen Hardware-Multiplizierer mit an Bord haben. Und der Hardware-Multiplizierer wird uns speziell für regelungstechnische Aufgaben das Leben um einiges erleichtern. Der kleine Prozessor, der BIC 12, hat ja die Multiplikation softwaremäßig über eine Addition erledigt. Was ist noch etwas, was bei uns also dann bei weiteren Aufgaben besser tun wird? Wir haben also, wenn wir den Oszillator anschauen, können wir also hier mit 64 MHz fahren. 64 MHz ist also die doppelte Geschwindigkeit vom BIC 12. Also unsere Programme können doppelt so schnell ausgeführt werden. Was haben wir noch, was interessant ist? Naja, die LF-Version hat 1,8 Volt bis 3,6 Volt. Wir werden also hier nur die F-Version verwenden. Das wird also der Spannungsbereich von 2,3 bis 5,5 Volt sein. Schauen wir weiter, was sonst noch ist. Die Punkte hier unten sind eigentlich die gleichen, wie wir sie vom BIC 12 kennen. Das heißt, auch das In-Circuit Serial Programming ist also hier wieder da. Das heißt also, wir können das ganz gleich verwenden wie vorher. Dann haben wir auch wieder einen Sleep Mode, das ist also nicht so sehr, was uns hier berührt. Wir haben wieder Analog-Digital-Konverter-Funktionen, diesmal mehr Kanäle aufgrund der Pins, die werden wir können 12 Kanäle analog beschalten. Wir haben zwei Komparator-Module anstatt eines. Wir haben wieder eine Spannungsreferenz, um hochstabile Spannungen auszugeben. Und wir haben auch wieder einen DAC, den gleichen, den wir beim BIC 12 hatten, einen 5-Bit-DAC. Schauen wir noch einmal auf die Peripherie. Okay, wir haben jetzt wesentlich mehr I/O-Pins. Wir haben vier Timer, drei 16-Bit-Timer und einen 8-Bit-Timer. Wir werden also später sehen, wofür wir die brauchen. Wir haben wieder ein BBM-Modul und dieses BBM-Modul ist also jetzt mächtiger als das vom BIC 12. Es kann also bis zu vier BBM-Ausgänge realisieren. Das heißt, wir können also die vier Transistoren in einer H-Brücke, wenn wir wollen, auch getrennt ansteuern. Es ist aber natürlich genauso möglich, mit geringeren Ausgängen zu fahren. Was wir hier wieder tun können, gleich wie beim 12er, wir können also eine Totzeit zwischen den BWM-Ausgangssignalen realisieren, damit wir eben den oberen und den unteren Transistor ohne Überlappung schalten können. Auto-Shutdown ist wieder da, werden wir später brauchen, um schnelle Stromregler zu machen. Wir haben zusätzlich eine wirkliche synchrone Schnittstelle, also die werden wir brauchen, um mit externen DACs zu arbeiten und auch um externe serielle Partner, zum Beispiel Winkelgeber, anzusteuern. Das heißt also, die wird uns da also sehr gute Dienste leisten. Wir haben wieder einen OSAT. Der OSAT wird also weiter dazu benutzt werden, um mit Bluetooth-Modulen und Handys zu kommunizieren oder über ein
Adaptermodul auch mit einem PC. Was neu ist, wir haben also ein SR-Latch, wir haben also eine echte Hardware drin, ein Flip-Flop, das also unabhängig jetzt von einer Programmausführung auch Fehler speichern kann. Das ist also zum Beispiel ein interessantes Feature. Ja, und sonst brauchen wir nur mehr hier nochmal reinschauen, vielleicht aufs Spin-Diagramm. Und da fällt jetzt auf, wenn wir also den PIC 12 im Kopf haben, dass dieser obere Teil, das heißt also hier die ersten vier Anschlüsse, eigentlich genau das gleiche ist, was auf dem PIC 12 ist. Also das heißt, dieser Kern hier ist komplett der gleiche. Wir haben auch hier auf RA0 und RA1 die Programmierleitungen für diese In-Circuit-Programming. Wir haben den Reset hier auf 4. Die Spannungsversorgung ist auf VDD und VSS. Das heißt also, wenn wir jetzt eine Hardware haben, wo wir diesen Prozessor reinstecken können, können wir auch den PIC 12 in den oberen Teil hineinstecken und können dann auch einen PIC 12 entsprechend konfigurieren. Der große Vorteil von diesem PIC 18 ist, dass es also noch ein BDIP-Gehäuse gibt, das heißt, man kann den Prozessor auch in ein normales Entwicklungsboard reinstecken oder sich selbst schnell eine Hardware schnitzen und falls man beim Löten nicht so fit ist, auf die SMD-Versionen hier verzichten. SMD gibt es natürlich genauso. Schauen wir schnell einmal noch auf die Pin Allocation Table, also wie sind die Pins zugeordnet. Wir erkennen also vom PIC 12 her diese Bezeichnungen RA als Board Bits. Und jetzt sehen wir schon, es gibt also offenbar Erweiterungen, es gibt also RA, wie wir es bereits gewohnt sind. Und es gibt also weiter auch ein RB-Board, das ist also hier, und ein RC-Board. Das heißt also, wenn wir hier anschauen, über IOs haben wir also statt nicht nur ein A-Board, sondern auch B-Board-Pins und C-Board-Pins. Dann schauen wir weiter, Analogkanäle mit AN0 bis AN11 bezeichnet, haben wir also viele zur Verfügung, zweimal Komparatoren, der erste liegt genau gleich wie beim PIC 12, der zweite liegt eben auf den C-Boards. Dann haben wir einen Referenzspannungsausgang und den DAC-Ausgang gleich wie beim PIC 12. Wir haben zusätzlich eben dieses ECCB, nennt sich es hier, das ist also dieses BWM-Modul und haben hier auf den RC-Boards die Ausgänge für die Ansteuerung von vier Transistoren. Dann das OSAT-Modul. Das brauchen wir, um serielle Kommunikation asynchron zu betreiben. Liegt jetzt hier anders, das heißt also RX und TX liegt auf RP5 und RP7. Dann die serielle Schnittstelle, also die serielle Kommunikation, liegt jetzt einerseits auf dem B-Board und dann hier unten noch ein serieller Ausgang auf dem C-Board. Hier gibt es noch einen Slave, zusätzlichen Ausgang, um einen Slave entsprechend anzusteuern. Dann haben wir hier das SR-Latch, ist also hier drauf. Und Timer-Eingänge bzw. Ausgänge, also Timer, die wir brauchen. Dann Interrupts. Interrupts haben wir also erstens einmal auf den Pins und die sogenannten Interrupt on Change. Das heißt also, wenn sich am Pin was ändert, können wir Interrupts auslösen. Pull-Up-Widerstände gibt es auf den Boards RA, so wie wir es bereits gewohnt sind, und auch auf den Ports RB. Zusätzlich haben wir hier die Programmieranschlüsse, das ist also hier das Programmieren über den ICSB. Dann haben wir hier den Reset, also den Master Clear. Wir haben also eine Ausgabe eines Takts und das Anschließen von einem Quarz hier auf Oszillator 1 und Oszillator 2, ist gleich wie beim 12er. Wir können auch den Clockout am RA4 wieder anschauen. Hier gibt es einen zusätzlichen Programmieranschluss. Wenn wir also diesen Prozessor ohne Hochspannung programmieren wollen, dann müssen wir über den verfügen. Dann haben wir hier noch diese VDD und VSS eben auf 1 und auf 20, also die positive Versorgung und den Ground. Das ist es dann schon, wenn wir also den Überblick hier schauen. Also es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten und hier gibt es dann eine Fülle von Möglichkeiten, die wir haben. Das machen wir aber dann schrittweise, so wie beim PIC 12, alles wieder durch. Das heißt, wir beginnen von der PIC an und im nächsten Video werden wir also bereits den Prozessor konfigurieren und den Takt auf einen Pin ausgeben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.